Rap am Mittwoch Battle Mania Finale. Jeder zweimal 1,5 Minuten A Cappella. Maxim K. als erster eingezogen, Faust oder Ficker? Also ich habe mit beidem nie Glück, also nehme ich einfach die Faust. Rap am Mittwoch Battle Mania Finale. Finale. Oh! Er hatte jetzt mal Glück, Alter. Faust, du darfst entscheiden. Dann darf der Kollege anfangen. Okay, yo. Berlin, ihr wisst, wie es ist. Wir kommen zum A Cappella, 2 Minuten. Seid mal jetzt alle ruhig! Hey! Alle, ey. Digga, schreib doch Sinan G eine SMS. I love you, brother. I love you. Er sitzt nicht hier, Alter. Aber er sieht doch vielleicht. Er sieht doch vielleicht, Digga. Ey, Sinan, Alter. Ich hoffe, der Brief kommt nicht. Also, seid mal jetzt alle ruhig. Let's go. Yeah. Okay. Ey, beim Date mit deiner Mutter wusste ich, sie bläst heute. Erst wollten wir nur Kaffee trinken, doch nach 10 Minuten wollte sie den Teebeutel. Und ich komm zu dir nach Hause. Und das Schlafzimmer deiner Mutter riecht wie im Hort nach Pisse und Kacke. Die dreckige Schabracke hat einen Raben auf der Nase und schielt schon enorm. Ernährt sich von Bierchen und Korn, in Hartz IV sich verloren. Nichts zu tun, außer beim Bukake hat sie viel um die Ohren. Verstehste? Ich dagegen bin als Krieger geboren, stark wie Vin Diesel in Form, das ist Kopfweg. Denn ich schieb dir mein Rohr mies in dein Ohr und das Video hat mehr Klicks als Gina Lisa in Born. Und ich fahr zu deiner Mama im Mietwagen vor, im Daimler-Benz mit Riders Cap. Sie sagt mit ihrem Kanacken-Slang, YSL, wie das Logo von Yves Saint Laurent. Verstehst du? Yeah. Denn ich bin Hammer so wie Thor, deine Mama will mein Rohr. Gib mir 2 Stunden Zeit, bisschen Whisky und Eis und sie ist für alles offen wie das Brandenburger Tor. Time. Time Berlin, macht mal Lärm für diese erste Runde. Geile Runde, Alter. Okay, genau den gleichen Respekt jetzt für Maxim K. Erste Runde, Maxim K. Seid mal jetzt alle ruhig! Let's go. Mit dem Teebeutel war schon lustig. Ich meine, deine Mutter muss sich bei mir ja auch keine Sorgen machen. Sie mag zwar keine koffeinhaltigen Getränke, aber bekommt trotzdem von mir eine Morgenlatte. Shit, warum muss jeder kanakische Rapper immer ein machen auf Ibrahimovic? Dicker, weißt du, wer sich sogar für dich schämen würde? Ibisevic. Ey! Du hast keinen Schwanz, Bruder. Es riecht hier ziemlich nach Iglofisch. Allein diesem Gestank nach zufolge riecht es hier nach deiner Klitoris. Okay, egal, jetzt kommen wir zu meinem Text. In seiner Nachbarschaft laufen skurrile Sachen ab. Ich meine, man nennt sie auch die flodderste Nachbarschaft. Letztens lud mich dieser nette junge Herr ein zur wöchentlichen Familienheimfahrt. Am Essenstisch starte ich auf seine Schwester und seine Mutter. So bedienen sie sich einfach. Ich daraufhin, sie meint doch noch wohl etwas von Wodka und Likör. Seine Mutter so, nein, ich rede von meiner Tochter, sie Charmeur. Jetzt ergab alles seinen Sinn. Ich meine diese ganzen Doppeldeutigkeiten, wie wir hätten heute Lust auf Banane. Und mit riesigen Melonen meinte deine Mutter wohl ihre Brustimplantate. Zum Nachtisch gab es 2 Torten mit Erdbeergeschmack. Aber ich meine nicht die zum Verzehr, sondern seine Mutter und Schwester. Sonst hätte ich doch wohl keinen Herpes am Sack. Ich hatte eine erotische Nacht mit diesen beiden exotischen Sluts. Stellung links, Stellung rechts, ab und zu mal einen Hoden verkrampft. Alles war gut, doch dann ist eins von den Kondomen geplatzt. Das Lustige daran, dieser Idiot hat echt noch im 9. Monat gedacht, seine Mutter leider an Fresssucht statt Sexsucht und hätte statt zu viele Donuts gemampft. Yeah. Ich meine, seine Mutter ist so schäbig, sie hatte mit jedem verschwitzten Typen was aus einem Trainingcamp. Sie ist so schäbig, sie hatte mehr Typen als Mercedes-Benz. Sie ist so schäbig, bei einem guten Preis nimmt sie ihr Intimpiercing ab. Sie ist so schäbig, Bruder, wenn du sie fragst, gibt sie sogar dir Familienrabatt. Achso, nee, Time, alles gut. Berlin, Time, Alter, erste Runde. Ich bin gespannt jetzt, Alter. Jeder darf noch einmal. Es geht wie immer um 200 Euro im Bar, 200 Euro Gutschein für Dangerous, Alter. Deswegen seid mal jetzt alle ruhig. Let's go. Yeah, dieser Nuttensohn ist unbeliebt wie Mathebücher. Digga, deine Mutter ist so schäbig, sie dreht sich Tampons aus Taschentücher. Okay. Yeah. Sogar deine Mutter wünscht sich, dass ihr Sohn wie M-Power wäre, denn mein Hype steigt zurzeit wie die Miete im Prenzlauer Berg.
Und Dicker, technisch gesehen wirst du mich nicht verstehen, doch ich nehm diesen Weg so hin, wie er steht. On top, nonstop, nicht für den Fame. Bleibe am Ball und die Reime, sie knallen. Vom Block, komm, stopp mich, wenn du kannst. Tu mir einen Gefallen und sei leise, ich kann deinen Scheiß nicht mehr hören, also besser, wenn du abziehst. Sonst endet es wie 2006, Zidane und Materazzi, okay? Yeah, yeah, yeah. Okay, und mir ist egal, was du sagst. Ich geb keinen Fick, was du denkst, denn so eine Herausforderung ist eine Beleidigung meiner Intelligenz, okay? Und der Typ ist wack, und da frage ich mich, was raucht der da nur? Doch dann merke ich, auch nüchtern ist sein IQ auf Raumtemperatur. Ja, yeah, ja. Yeah. Und er geht heimlich zur Baumschule und es scheint ihm wirklich Spaß zu machen. Na, mein Sohn, kannst du jetzt deinen Namen tanzen? Und dank Netflix kann ich auch auf Spanisch rappen. Du hijo de puta, Gruß an die Vatos. Gringo tranquilo, donde está Narcos? Yeah, yeah. Und Dicker, ey, noch eine Sache. Guck mal, ich bin ein Mensch mit Herz und ich habe auch Vernunft. Ich bin Kurde, das heißt, ich würde nie diskriminieren aufgrund einer Herkunft. Und Ben, ich bin kein Antisemit. Ich folge nur dem Punchline-Prinzip. Denn nach der Show fülle ich deine Mutter ab, denn sie braucht es. Und mein Schwanz ist wie ein KZ. Ich fick sie so hart, bis sie den Alkohol ausschwitzt. Time. Time, Berlin, Alter. Das war die zweite Runde von Empower. Hört jetzt genau hin. Letzte Runde und Antwort von Maxim K. Seid mal jetzt alle ruhig! Seid mal jetzt alle ruhig! Beste. Bruder, ich dränge dich jetzt locker von der Fahrbahn. Dein Niveau sinkt gerade wie die Mieten in Marzahn. Ey, und ich mach diesen Bastard platt. Wir sind doch beide in der Hauptschule und ich krieg immer eine 6. Ich schreib doch immer bei diesem Bastard ab. Okay, kommen wir wieder zum Text. Dieser Typ ist seit jeher bekannt als hässliche Eule. Seine Fresse ähnelt einer verpesteten Beule. Seine Frisur sieht aus wie ein Nest in der Scheune. Was übrigens ein weiterer Aspekt dafür ist, dass deine eigene Schwester dich leugnet. Ich meine, jeder, der mit dir zu tun hatte, hat sicherlich gelitten. Alter, selbst dein Vater nahm sich das Leben, als man zu ihm meinte, du seist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Bei der Beerdigung dachten sich nur alle, boah, was für eine Fresse. Aber war nicht mal die richtige, denn in der Einladung stand die falsche Adresse. Ey, scheißegal, aber eins seid ihr gewiss, und zwar die nächste Rolle im Planet der Affen, denn du bist das perfekte Beispiel dafür, dass selbst Gentechniker mal Fehler machen. Bruder, du könntest Niki Lauders Bruder sein, mit dir steigt keiner in die U-Bahn in einem Kontinent. Bei dir könnte Fresh Bulacke Kurva meinen als Kompliment, und neben dir ist jeder Hurensohn schon prominent. Bei einem Blind Date mit einer Frau, wenn du bei ihr zu Hause wärst, würde sie dir keine Anzeige geben wegen häuslicher Gewalt? Nein. Nur wenn er das Licht anmachen würde und sie sich erschrecken würde vor dieser scheußlichen Gestalt. Mann, Dicker, allein deine Mimik ist eine Anzeige wert. Bevor zu ihm jemand sagt, boah, bist du hübsch, werde ich einer Frau erfolgreich das Abseits erklären. Ey. Ey, und ich hätte zum Schluss noch eine Frage. Ich meine, dein Talent ist keine Blamage, also warum verlangst du keinerlei Gage? Ich meine, immerhin ist er der erste Mensch im Universum, der verhüten kann mit seiner Visage! Time. Time, Berlin, macht mal richtig Lärm für dieses Finale, MCs, gebt euch Respekt! Macht mal Lärm für dieses Finale, Berlin, come on! Die MCs haben eine schöne Show geboten. Wir mussten hier hinten auch das ein oder andere Mal lachen. Aber entscheiden tut ihr jetzt, wer gewonnen hat. Erster oder Zweiter. Deswegen zeigt mir als Erstes die Hände für den MC, der angefangen hat, auf meiner linken Seite. Wenn ihr meint, dass er gewonnen hat, bitte die Hände für Empower. Ich sehe einige Hände, Berlin, ich sehe einige Hände. Wenn ihr dafür seid, dass der MC, der nachgelegt hat, Maxim K. auf meiner rechten Seite gewinnen soll, zeigt mir eure Hände. Ich brauche nicht zum Gremium gucken. Berlin, wir haben einen neuen Champion. Macht mal bitte richtig Lärm für Empower. Es gibt für dich 200 Euro in bar plus ein 200 Euro Gutschein bei Dangerous. Da kannst du shoppen gehen online. Willst du den Leuten noch was sagen? Danke an meine Freunde, die da waren, die mich unterstützt haben. Auch an meinen Bruder Zed. Alle, Dankeschön, und hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Macht mal Lärm für den neuen Champion, Berlin.
Aber genauso bitte Respekt für den MC. Er hat euch versprochen, er scheitert heute nicht in der Vorrunde. Und er ist nicht gescheitert. Er ist bis ins Finale gekommen. Macht mal richtig Lärm für Maxim K. Dankeschön, Dankeschön. Für dich gibt es 2000 Sticker auf deine Stadt geklebt. Kannst du einlösen. Maxim K., willst du dem Publikum noch was sagen? Ja, ich habe mein Versprechen gehalten. Ansonsten, ey, es war mega geil. Danke, dass ihr mich bis ins Finale hochgevotet habt. Und ich habe das Beste gegeben, aber ganz ehrlich, dieser Junge hat heute zerrissen. Applaus für Empower! Berlin! Ja, liebe Rapper-Mittwoch-Zuschauer, kommen wir hier nun zum heutigen Battlemania-Finale. Empower gegen Maxim K. M&M's hier quasi im Finale am Start. Empower, du hast das Ding gewonnen. Wie hast du das Battle gesehen so? Also von euch war ja geil, die Vorrunden, Halbfinals von euch geil und dann ihr beide im Finale. Ich denke, würdige Vertreter für den heutigen Abend. Ja, das Ding war, wir hatten zwei geile A-Cappella-Runden. Also in den ersten Runden, es war so ausgeglichenes Niveau, fand ich. Er hat geile Punchlines gemacht. Ich hatte auch ein paar Punchlines gehabt, die das Publikum gefeiert hat. Dann habe ich halt meine zweite Runde gekickt und so weiter. Das Ende war ein bisschen so, wollte ich eigentlich nicht so kicken mit so diesen Judenlines und so, aber dann dachte ich mir, ist ja nicht cool, wenn ich das jetzt zurückhalte. So, weißt du, Rap am Mittwoch seit Rap und so weiter. Deswegen habe ich das gebracht und hat halt gezogen, war cool so. Plan ist aufgegangen, war geil, aber Maxim K. auch ging. Ja, ich denke, dass die Line, du hast die aber auch, hast sie erklärt, charmant formuliert und wie gesagt, Leute da draußen, ich meine, entscheidet selbst, ob ihr sowas respektiert oder nicht, aber es sind nur Lines auf der Bühne. Die Jungs sagen das nicht zu sich, wenn sie jetzt hier noch auf die Aftershow-Party gehen, das ist Rap auf der Bühne. Deswegen, Maxim K., ins Finale gekommen. Alter, Versprechen eingehalten, mehr als nur eingehalten. Wie war's für dich? Er war Killer, aber ich darf nichts sagen, er gehört einer arabischen Großfamilie an. Kurdische Großfamilie. Also für mich ist das Interview vorbei. Er war besser als ich, aber wie gesagt, ich will keine Schläge auf der Straße kriegen, also ist vorbei für mich. Ihr wisst, bei Rapper Mittwoch, austeilen und einstecken, ist natürlich nur Spaß, ey. Die MCs haben sich Respekt gegeben. Wie habt ihr das Finale gesehen? Wer war für euch der Sieger? Entscheidet ihr auch zu Hause selber. Ich bin gespannt, was wir in Münster für ein Finale haben werden. So 16.03. geht auf Eventim, da könnt ihr euch die Tickets besorgen. Und ich bin gespannt auf die BMCL.